Hallo Leute, nicht erschrecken. Ich zeige euch jetzt mal unser Wohnzimmer. Wir haben es general überholt, beziehungsweise wir überholen es gerade. General. Tada! Hier kommt nämlich unser neues Bücherregal hin. Die Couch steht auch jetzt da und der Fernseher wird sich hier befinden. Und es ist wie, als wären wir gerade erst eingezogen. Aber ja, bin sehr gespannt, wie das dann alles aussieht. Ich liebe aber schon mal diesen Schrank, wenn er hier steht. Oh, und ich war beim Nagelsalon. Diesmal gab es Babyboom und relativ spitz. Es fokussiert nicht, aber ihr seht, was ich meine. So, ihr Hübschen, es ist 2 Tage später, es ist Sonntag. Und ja, gestern ist so ein Tag, den ich einfach vergessen will. Aber heute bin ich aktiv, bin ich produktiv, habe ich einen schönen Tag. Und kann ich sehr unser neues Wohnzimmer genießen. Was heißt neues Wohnzimmer? Aber es ist schon komplett neu. Wir haben alles umgestellt. Wir haben vor allem dieses neue Regal. Das sieht super schön aus. Ich zeige es euch kurz. Tada! So sieht unser Wohnzimmer jetzt aus. Nicht wundern. Das mache ich gleich mit euch auf. Aber ja, wir haben... Hier war ja immer so unsere Fernsehecke. Es ist jetzt komplett offen. Der Fernseher steht hier. Für diese Wand wollen wir noch ein großes Bild. Und das Schönste ist eigentlich dieser Ausblick, denn unser Bücherregal, was leicht schief ist, das gehört auch nicht hin. Moment, ich muss es abnehmen. Es ist unten leicht schief. Mein Freund hatte Urprobleme, das in die Wand zu bekommen. Das war ganz, ganz schwierig. Aber jetzt hängt es so und ich finde es eigentlich ganz schön und nice. Und ich habe meine Bücher nicht mehr nach Farben sortiert. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Ich habe das nach Farben natürlich geliebt und vielleicht werde ich das auch irgendwann wieder machen. Aber ich wollte es auch mal anders und es gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich habe es jetzt nach Genre und dann nach Alphabet sortiert. Ja, und hier steht der Schrank, der hier auch sehr schön zur Geltung kommt. Unsere Pflänzchen. Wir brauchen noch eine neue Couch, aber wir haben jetzt gemerkt, okay, die neue Couch soll auf jeden Fall nicht größer als die sein, weil es ist ja leider schon so, dass es so ein bisschen das Fenster verdeckt. Und ja, das Kissen auch ignorieren, das ist auch nur eine Übergangssituation. Ja, sonst hat sich nichts geändert, aber ich bin richtig happy, mir gefällt es richtig gut. Und ja, oder der Blick ist auch schön. Es wäre ja eigentlich die Zeit, euch von meinen Favoriten zu erzählen, aber ich wollte dann gerade die so ein bisschen aufschreiben und mir sind irgendwie nur 3 eingefallen. Wahrscheinlich hätte ich länger darüber nachgedacht, wären es mehr. Aber 3 Sachen, die mir richtig ins Auge gestochen sind und die ich sehr geliebt habe, waren zum einen Blinkist. Blinkist ist, vielleicht haben das viele von euch schon gehört, weil irgendwie alle Podcasts machen dafür Werbung und es nervt dann immer. Aber wir haben uns das jetzt sozusagen privat geholt für Bewusstsein, die Lea und ich. Und bei Blinkist kriegst du Bücher und es sind vor allem Sachbücher. Zusammengefasst innerhalb so von 15, 20 Minuten kannst du es entweder lesen oder anhören. Und ich finde es super cool. Also statt so ein ganzes Sachbuch von 300 Seiten zu lesen, hast du einfach in 15 Minuten die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Und ich schreibe mir die jetzt auch auf, habe ich angefangen. Jetzt habe ich schon was über gewaltfreie Kommunikation gelernt. Und das hat mir richtig was gegeben. Und auch, dass ich das aufschreibe, hat auch richtig was gebracht. Also das mache ich jetzt immer. Und ich habe mir was über die Stoiker angehört und so weiter und so fort. Also es war richtig cool, positives Psychologie habe ich mir angehört. Und es gibt endlos viele Bücher und es gibt jetzt auch neu zusammengefasste Podcasts. Finde ich auch richtig gut. Also ja, und es kostet irgendwie, wenn man so einen Rabatt nimmt, zum Beispiel von Baby Gut Business, kriegt man irgendwie 25% Rabatt. Und kostet es ungefähr 5 Euro im Monat, was ich okay finde. Dafür, dass du halt normalerweise, keine Ahnung, 15 Euro, 10 Euro für ein Buch ausgeben würdest. Und so hast du sozusagen den Inhalt von diesen ganzen Büchern für nur 5 Euro. Ich finde es eigentlich mega, wenn man sich das mal überlegt. Deswegen, da bin ich richtig, richtig Fan von. Und ich glaube, es gibt auch eine Probewoche. Das könnt ihr mal auch probieren, weil ich bin echt Sachbuch-Fan, mehr oder weniger. Und ich mag ein gutes Sachbuch, aber manchmal hat man so das Gefühl, man liest es und liest es, aber es bleibt nicht so viel hängen. Und ich habe das Gefühl, da halt schon auf jeden Fall. Und es mir wirklich was gebracht. Der nächste Favorit war Sex Education. Da reinzukommen fand ich schwierig, weil ja, es ist schon so eine andere Art von Serie, die sehr
extrovertiertes, sage ich jetzt mal. Eine sehr extrovertierte Serie und bunt und schrill und nicht so ganz realitätsnah. Es ist eher wie eine Utopie, aber eine wunderschöne Utopie. Und was soll ich sagen, ich habe die dritte Staffel jetzt sehr, sehr, sehr geliebt. Ich fand es toll, was sie gemacht haben. Und die ganzen Themen auch toll, die da angeschnitten wurden und wie sie die Dinge einfach normalisieren. Und besprechen. Ich bin so, so happy für die Jugend von heute, dass sie so eine Serie hat, mit der sie aufwachsen können. Und ja, diese Serie lässt einfach großes Hoffen, dass es in Zukunft auch so weitergehen wird in den Schulen oder überhaupt so wird. Und dass sie einfach dieser Diskurs über dieses wichtige Thema, über diese wichtigen Themen offener wird und ehrlicher und auf einer Vertrauensbasis. Ja, ich vermisse die Charaktere jetzt schon und hoffe, es gibt noch eine vierte Staffel, obviously. Und der letzte Favorit, ach, mein Füller. Ich habe jetzt schon tausendmal meinen Füller erwähnt und ihn euch noch nicht gezeigt. Als die Chelsea hier war, waren wir in so Schreibwarenläden, weil ich war auf der Suche nach einem schönen Kuli, weil ich habe, wie so viele von uns, immer mit diesen Werbegeschenk-Kulis geschrieben. Und dachte mir so, für die Arbeit, weil ich das schon halt meine To-Dos immer mit Kuli schreibe, möchte ich gerne einfach einen coolen, schönen Kuli. Und wir waren an diesem Schreibwarengeschäft und dann habe ich diesen Caveco-Kuli, diesen pinken, mir geholt. Ich habe aber da, also er hat mir alles gezeigt, er meinte, es gibt Gel, Kuli und Füllfederhalter. Und ich hatte Füllfederhalter überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber ich habe diesen gesehen und ich musste ihn haben. Lustig, er passt sogar so ein bisschen zu meinen Nägeln. Und ich habe mich schockverliebt in ihn. Wartet mal, ich muss richtig gut sein. Ich habe mich schockverliebt in ihn. Er ist der schönste Stift, den ich je gesehen habe. Und ich brauchte ihn. Leider hat er unfassbar viel Geld gekostet. Also mein anderer Kuli, der hat 20 Euro gekostet, was ich voll okay finde. Und der hat nochmal 100 Euro mehr gekostet. Aber ich musste ihn haben. Und für mich, solche Dinge, es hat dann auch immer so einen Symbolcharakter. Wenn ich so Wünsche habe, nehme ich mir dann auch immer sowas vor. Zum Beispiel bei diesem Füller jetzt. Okay, wenn ich diesen Füller habe, dann schreibe ich mir und dann kehre ich wieder zurück in die analoge Welt. Spoiler, ist auch tatsächlich so geschehen, seit ich ihn habe. Der Mann war dann sehr, sehr nett. König und Epart heißt er übrigens, falls welche von euch aus Wien sind, auf der Voltseite. Epart oder Eberhard. Er war ganz, ganz, ganz nett. Er hat mal, also ich meinte, ich will diesen Füller unbedingt. Ich wünsche ihm jetzt Weihnachten, ich habe jetzt nicht das Geld. Und er meinte, ich kann ihm das zurücklegen, kein Problem, auch für mehrere Monate, auch für 2, 3 Monate. Und ja, dann bin ich tatsächlich 2 Monate später dorthin zurück, hatte das alles mit meiner Mama abgeklärt und ja, habe mir diesen Füller geholt und die entsprechende Tinte. Es gibt, so wie man es aus der Schule kennt, diese Tinten, wie nennt man das denn? Diese Tinten, die man halt so reindingst. Aber es gibt auch Tintenfässer, was wahrscheinlich sogar noch nachhaltiger wäre, das als so immer so ein Tintenfass zu tunken. Ja, wie dem auch sei, ich find's mega. Und meine Mama fand es auch mega. Meine Mama meinte, das wäre ein schönes Geschenk zum Studienabschluss gewesen. Ja, und ich lege den jetzt noch so ein bisschen zur Seite. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ja ein Weihnachtsgeschenk. Ich habe das Geld erstmal vorgeschossen. Und ich habe mir dann überlegt, ach, vielleicht wünsche ich es mir doch nicht zu Weihnachten. Vielleicht habe ich mir das jetzt einfach mal gekauft. So einen krass teuren Füller. Aber es ist halt ein Einzelstück. So gibt es das nicht nochmal, diesen Füller. Deswegen war der Preis so. Aber hey, manchmal hat man so Dinge, die sind teuer und keiner kann es nachvollziehen. Aber für mich war das einfach lieber auf den ersten Blick. Gut, das waren meine Favoriten. Es gab sicher noch mehr, was ich gemocht habe, aber keine Ahnung, der September ist auch so schnell vorbeigegangen. Ich war leider ja krank eine Woche davon, aber selbst die, das war alles in Ordnung. Ich habe es mir hier schön gemacht. Das war ein Favorit, kann ich euch sagen. Mir diese Liste zu machen, was ich mit meiner Freizeit am Wochenende anstelle, das hat voll geholfen und funktioniert auch gut, wenn ich mich dran halte. Das werde ich jetzt auch so weitermachen und auch für Arbeitstage. Weil es da ja auch immer so ab 18 Uhr habe ich Freizeit und ich habe für mich gemerkt, sobald ich
vor dem Fernseher sitze, ist es vorbei. Dann komme ich auch nicht mehr vom Fernseher weg. Und wenn ich dann zum Essen, wenn ich 18.30 Uhr esse und vom Fernseher sitze, dann bin ich vom Fernseher und vor TikTok bis 22.30 Uhr, bis zum Schlafen gehen. Das heißt, ich muss, bevor ich den Fernseher anmache, so viel wie möglich reinstopfen in meine Freizeit. Sei es Yoga, sei es Sport, sei es Lesen, sei es Weiterbilden. Durch Blinkist habe ich mir jetzt auch immer so Weiterbilden am Tag als Dings genommen. Das Ganze ist überhaupt erst entstanden, weil ich an diesem kranken Wochenende so unhappy war, wie viel ich bei TikTok war. Und ich habe mir dann mal alles aufgeschrieben in mein Tagebuch, was mir... Ich habe das von Lea nämlich gehört. Lea hat das nämlich gemacht. Damals, als sie merkte, irgendwie mit Social Media wird es ganz schön viel. Alles aufgeschrieben, was mir Spaß macht, außerhalb von Social Media und von Fernsehen schauen. Und das war einiges. Und an dem nächsten Tag habe ich dann einiges davon auch gemacht. So, ihr Lieben, nächster Themenkomplex. Diese Box von Trend Raider. Vielleicht erinnern sich ein paar von euch, dass ich schon mal mit Trend Raider zusammengearbeitet habe. Trend Raider macht sozusagen Themenboxen. Jeden Monat gibt es ein anderes Thema. Und dann stellen sie Überraschungsboxen zusammen und ihr bekommt dann eine Box für einen gewissen Preis. Natürlich ist dann der Inhalt auch immer mehr wert als das, was ihr am Ende zahlt. Und es ist irgendwie ein ganz cooles Tool, wenn man Produkte kennenlernen möchte und so. Man kann auch sich das konkret aussuchen, was man will. Ich habe jetzt eine vegane Box mit dem Thema Into the Forest, was natürlich sehr gut zu meinem Nachnamen passt. Und wir schauen jetzt mal rein, was drin ist. Du hast dann hier so ein kleines Prospekt, wo alles nochmal drin steht. Und hier steht jetzt deine Trendbox im Oktober. Die Tage werden kürzer, das Wetter rauer. Und du möchtest dich am liebsten nach Hause verkriechen, da kommt deine Sweet Home Box im Oktober, wie gerufen. Also das ist das, was ihr diesen Monat sozusagen bekommen könnt. Das war jetzt sozusagen die September Box mit Into the Forest als Thema. Und dann ist hier alles ein bisschen beschrieben, auch die Produkte, die hier drin sind, beschrieben. Und noch ein bisschen textlicher Input, vegane Nussecken, ja. Also sehr schön aufbereitet. So sieht das Ganze aus. Erinnert mich ein bisschen an so eine Box, die meine Mama mir schicken würde zu Ostern oder zu Weihnachten. Freu mich! Twist Out haben wir hier. Reinigt im Handumdrehen, schnell, effizient und nachhaltig. Oh, ein Rohrreiniger. Das ist was, was ich wirklich gut gebrauchen kann, weil was ich immer für Haare verliere und die in irgendwelchen Abflüssen landen, echt schlimm. Und jetzt hast du hier sozusagen so Holzstäbe, mit denen du dann ins Rohr rein kannst. Die gute Sache. Das ist auch immer, wenn du sowas hast, dann lernst du auch neue Produkte kennen. Ist ein bisschen wie bei der Höhle der Löwen. Dann ist hier von Natural Mojo eine vegane Bowl. Wie schön ist das bitte? Blueberry Cardamom, Pea Protein, Pomegranate und Matcha. Also das, der Look verzaubert mich schon mal komplett. Das ist sozusagen eine Smoothie Bowl, schätze ich mal. Also ja, mit unseren Vegan Bowls kriegst du nährstoffreiche Smoothie Bowls voller Proteine, Vitamine und Mineralien. Für eine Portion 25 Gramm Pulver, also 2 Esslöffel mit 250 ml veganem Sojajoghurt mischen. Krass, also mit Joghurt, sprich, du brauchst gar nicht Milch, keine Milch, du brauchst auch keinen Mixer. Du kannst es einfach mit Joghurt. Ich probiere es auf jeden Fall aus und werde euch berichten. Aber finde ich eine schöne Alternative zu so einem herkömmlichen Smoothie. Dann machen wir gleich mal mit Essen weiter. Gibt's hier von Minotli, ich kann es nicht gut aussprechen, aber Nussmus Crunchy Kokos. Gebackenes Bio-Hafermüsli mit 28% Kokos. Ah ja, also Kokos, Haselnuss und Mandel. Geil for me. Große Müsli-Liebhaberin. Vielleicht wisst ihr, früher habe ich immer nur Porridge gegessen, mittlerweile esse ich immer nur Müsli. Zeiten ändern sich. Und kleine Vegums, also vegane Gummibärchen. Sehr, sehr gut. Und eine Black Bar, der Fruchtnuss-Supermix. Sieht so aus. Viele Dinge, die man mal ausprobieren kann, auf jeden Fall. Kommen wir zum restlichen Lifestyle-Stuff. Diese Socken, diese Forest-Socken, das sind, glaube ich, keine Socken, die ich jetzt... Geil! Das sind, glaube ich, keine Socken, die ich jetzt in der Außenwelt anziehen würde.
Die schon eher. Aber fürs Zuhause so ein paar schöne Socken. Richtig schön. Und die fühlen sich ganz, ganz toll an. Many Mornings heißt die Marke. Dann haben wir hier von Madara Organic Skincare eine Wrinkle Resist Eye Cream. Das trifft sich sehr gut bei meiner Augencreme. Fast alle ist. Die Geister streiten sich ja, ob man Eye Cream wirklich braucht oder nicht, aber es ist nice to have. Und ich habe jetzt auch eine und bin mit der mega happy. Und werde jetzt auf jeden Fall diese mal ausprobieren. Richtig cool. Sieht auch so irgendwie fancy aus. Und außerdem haben sie hier eine Solid Day Cream. Fast Zero Waste, also eigentlich Zero Waste, in Papier nur eingepackt. Und dann hast du diese Creme so und kannst sie dir aufs Gesicht machen. Finde ich mega cool. Und das ist auch sowas, was mein Freund dann immer gerne probiert. Und er lässt sich immer ein bisschen von mir verwöhnen. Finde ich richtig interessant. Von Ballade en Provence. Handmade in France, also ein französisches Produkt. Hier ist ein kleiner Lippenbalsam, wie das aus... Ah nee, eine Deo-Creme, weil du es wert bist. Magic Redwoods. Oder bin ich aber jetzt ganz gespannt, wie das riecht. Wow. Das riecht wirklich wie Wald. Irgendwie richtig intensiver Wald. Aber ich finde es geil. Ich habe noch nie so ein Deo gerochen, was so riecht. Aber ich finde es irgendwie cool. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es unter den Achseln riecht. Weil mit Deo habe ich so meine Probleme. Ich habe so noch nicht das richtige Deo gefunden. Und ich nehme immer das von meinem Freund einfach mit. Dann gibt es hier auch ein Xylitol Zahnpflege Chewing Gum. Power Fresh. In der klimaneutralen und umweltfreundlichen Schachtel. Bitte sag mir das. Oh, das ist eine Kerze. Ja, ich wollte eh so eine Kerze. Und ich wollte auch so Kerzen selber machen, tatsächlich. Die riecht auch wie so richtig intensiver Holz-Waldgeruch. Märkische Kiefer und Wacholderholz. Wacholderholz. Von Upcandle Berlin. Alle Kerzen ab 150 ml nachfüllbar. Regionales Rapswachs, also ist die Kerze auch vegan. Und 100% naturreine ätherische Öle, handgegossen in Berlin. Das finde ich wundervoll in so einem kleinen Pot. Die werde ich gleich auch noch machen. Davon bin ich richtig begeistert. Love it. Immunstark! Wisst ihr, wie sehr ich Immunstark liebe? Das hätte ich letzte Woche mal gebraucht, als ich so krank war. Und das hat mir früher for real richtig gut gegen Herpes geholfen, diese Säfte. Große Liebe brauche ich eigentlich gar nicht weiter dazu sagen. Zu guter Letzt das grüne Glück. Entdecke die kleinen Geheimnisse der Natur. Und das ist dann so ein kleiner Kalender. Und hinten sind so Zeichnungen. Auch richtig süß. Alright. Und dann sind hier noch ganz viele Gutscheine drin. Ja, einfach viele Gutscheine, die ihr dann noch on top einlösen könnt. Also ich wusste da jetzt schon, was drin sein wird, so ungefähr. Aber ich war trotzdem noch positiv überrascht von den ganzen so Düften, vom ganzen Look and Feel. Und es war so ein bisschen wie Weihnachten. Und man kriegt, glaube ich, auch gute Inspo für so Weihnachtsgeschenke. Oder man sagt, das ist vielleicht nicht was für mich, wenn man dann sowas kriegt und das ursprünglich nicht wollte. Aber das könnte ich der und der Freundin irgendwie schenken oder der und der Mami, Schwiegermami, was auch immer. Oder Kollegin. Und das finde ich voll schön, weil es passt auch so wunderbar. Die ganze Box passt irgendwie so wunderbar, voll gut. Ja. Mit meinem Code NORA15 erhaltet ihr 15% auf alle Produkte von Trendradar. Ja, könnt mal rumstöbern. Ich bin richtig großer Fan. Ich finde, es ist auch ein schönes Geschenk, einfach mal jemandem eine Box zu schenken. Und du musst dir jetzt nicht im Einzelnen über irgendwelche Geschenke Gedanken machen. Ja, finde ich schön. Wie gesagt, im Oktober ist das Thema sozusagen Home Sweet Home mit der Sweet Home Box. Der Warenwert steht hier, beträgt über 105 Euro. Und das ist, glaube ich, fast sogar das Doppelte von dem, was man da zahlt, wenn nicht sogar das Dreifache für so eine Box. Und nicht vergessen, man hat dieses coole Heftel hier mit dabei, wo man auch noch ein bisschen mehr erfährt. Gut, Leute, damit würde ich mich mal verabschieden in den Sonntag. Es war wieder nur ein Sitting, was ich hier mit euch hatte, aber so ist es jetzt mittlerweile einfach. Ich setze mich einfach einmal die Woche hin, mit euch.
Süß ist live. Es sind diese Woche schon wieder so spannende Sachen passiert. Eine Sache, ich meinte ja vor ein paar Wochen, es ist was Cooles passiert mit Bewusstsein. Ich darf es auch noch nicht sagen. Jetzt darf ich es sagen. Wir haben ein Coaching gewonnen und werden jetzt von November bis Februar stipendiummäßig von zwei verschiedenen Coaches, die wir selber jetzt noch nicht kennen, stand jetzt, von sehr großen Unternehmen, also Deutsche Bank, SAP, McKinsey, ProSiebenSat.1, Allianz, irgendjemand, also Geschäftsführer, Vorstand, solche Größen, werden wir gecoacht zu unserem Projekt und allem, was dazugehört. Und ja, wir freuen uns natürlich riesig, das ist eine tolle Chance und wir freuen uns, dass unser Projekt gesehen wurde. Und jetzt hatten wir eben diese von den Juroren kriegt man erstmal ein Feedback, bevor man sozusagen mit einem Stipendium beerben wird. Und das Feedback war echt durchweg positiv für das Projekt. Es war immer so aufgeteilt in Stärken und Schwächen. Und alle haben gesagt, das Projekt ist so, so wertvoll und so, so gut und kann es zu sehr, sehr großen Dingen bringen. Aber daran müssen wir noch arbeiten. Es war so schön, so konstruktive Kritik mal zu lesen und von Leuten zu lesen, die wirklich an uns glauben und weiß ich nicht, dass wir das mit unserer eigenen Willenskraft geschaffen haben, ist so schön und ich bin ganz, ganz gespannt, was da alles noch kommt. Und dann hat sich eben diese Woche auch noch was anderes aufgetan. Kann ich auch noch nicht genaueres sagen, aber ja, es passieren schöne Dinge. Allerdings suchen wir auch eine neue Illustratorin. Und das wollte ich euch nochmal weitergeben und mitgeben. Vielleicht ist ja von euch jemand dabei, der sehr gut illustrieren kann. Wir suchen eine Person, die bei uns illustriert. Und meldet euch doch gerne mit euren Referenzen und so weiter und so fort per Mail bei uns. Auf Instagram findet ihr nochmal die Aufschreibung in den Highlights bei Bewusstschein. Es wird, glaube ich, an manchen Stellen weniger in meinem Leben, weil man kann nicht so alles machen. Aber ich blühe dafür an anderen Stellen auf und es ist okay, aber ich werde euch trotzdem mitnehmen, auch wenn ich nur einmal in der Woche da sitze und einfach erzähle. Es gibt immer diesen harten Kern, der ist, glaube ich, appreciated. Und auch neulich hatte ich erst wieder so einen netten E-Mail-Kontakt mit der Person, die das Buch gewonnen hat, von Katja Lewiner. Und ich weiß manchmal gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach richtig dankbar und auch für alle, die meinen Newsletter zum Beispiel abonniert haben. Das Video kurz angehalten. Ich habe immer so das Gefühl, die Leute, die meinen Newsletter abonniert haben, das sind so 160 Leute, das ist so der harte Kern. Das sind so die, die einfach immer dabei sind. Das muss gar nicht sein. Vielleicht gibt es auch noch einige, die das nicht gemacht haben, aber deswegen macht mir das Newsletter-Schreiben so Spaß, was ich heute im Übrigen auch noch machen muss. Weil die letzten Tage waren einfach so. Gestern war emotional ganz schlimm. Und vorgestern hatte ich einfach keine Zeit, aber ja, der Newsletter wird noch gemacht und meine ganzen neuen Freunde hier eingeräumt und getestet. Deswegen habt einen schönen Sonntag und einen schönen Start in die Woche oder wie auch immer einen schönen Tag, wann auch immer ihr das seht. Und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder und wenn ihr illustrieren könnt, meldet euch bei uns. Danke fürs Zusehen. Ciao!